Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es die erste Weihnachtsfolge. Dieses Jahr wird es leider nur 3 Folgen geben, da ich es einfach zeitlich gar nicht anders geschafft habe. Aber ihr habt euch einen Weihnachts-Make-up-Look gewünscht und wie ihr seht, meine Haut ist aktuell gar nicht gut. Ich hoffe, dass es jetzt zu Weihnachten hin besser wird. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich benutze als Primer den Altera Naturkosmetik Anti-Stress Primer mit Lavendel. Der hat auch Anti-Blue-Light drin, was sehr wichtig ist, da ich immer sehr, sehr oft am PC sitze und auch am Handy bin. Davon nehme ich einfach einen Klecks und gebe ihn dann aufs ganze Gesicht. So, dann fangen wir einfach an mit der Foundation. Da benutze ich von Averde die Professional Stripe Foundation in der Farbe 10 Light. Die gebe ich auch aufs ganze Gesicht mit meinen Händen. Und dann kommen wir zu Concealer. Da benutze ich den Essence Stay All Day 16 Hours Concealer in der Farbe 10 Natural Beige. Ich tue ihn auch immer schon auch so ein bisschen auf ein paar Rötungen, um die einfach schon mal in erster Schicht abzudecken. Ich benutze dann immer noch mal einen Creme Concealer, wenn der Puder drauf ist. Dann kommen wir zum Puder. Da benutze ich den Essence You Better Work Fixing Powder. So, und ich stelle gerade fest, dass das Puder mich wirklich hell macht. Weshalb ich jetzt nochmal mit dem Bronzer drüber gehen werde. Ganz leicht, das ist der Rivella Loves Me Sun Powder. So, schon viel besser. Ich benutze ihn aber dann noch mit ein bisschen mehr Puder einfach als Contouring. Ich habe es jetzt nur in meine Farbe angepasst. Dann benutze ich den Essence Isle of Color Intensifying Eyeshadow Base. Und als Lidschattenbrille, der benutze ich heute die Too Faced Semi-Sweet Chocolate Bar Palette. Genau, wir fangen einfach mal an mit der Farbe Muse. Das ist ein hellbrauner Mattton und den gebe ich jetzt erstmal in die Lidfalte. So, dann gebe ich den Ton Caramel auf das bewegliche Lid vorne bis in die Mitte ungefähr. So. Und dann gebe ich mit meinem Finger noch die Farbe Bonbon vorne einfach ein bisschen rein. Und dann komme ich zum außen beweglichen Lid. Da benutze ich die Farbe Frosting. So. Da, ich liebe einfach diese Gold-Brauntöne für Weihnachten. Ich finde das so schön. Und jetzt kommen wir zu Augenbrauen, dann benutze ich den Maybelline Brow Satin Smoothing Brow Pencil in der Farbe Medium Brown. Und dazu brauche ich hier so ein Augenbrauenkämmchen, denn ich kämme sie immer nach oben. Und fülle es dann auf und kämme sie wieder nach unten. Und sette sie dann mit einem Augenbrauengel. So, Augenbrauen sind unfertig, das ist immer das Längste. Dann lecke ich schnell meine Picke ab mit dem Catrice Camouflage Creme in der Farbe 10 Ivory. Und jetzt kommen wir nochmal zum Bronzer. Ich benutze wieder den Puder, den ich vorhin schon angesprochen habe, in der Farbe 10 Matte Brown. Und da nehme ich jetzt eine Menge Produkt.
So. Ich verblende das dann alles noch mit einem Pinsel, Puderpinsel. Und dann kommen wir zu Rouge. Und dann benutze ich heute den Rivella Lausen Rouge Powder in der Farbe 10 Pink Grapefruit. Und dann kommen wir zu Highlighter. Dann benutze ich heute den Catrice Cosmetics Made to Stay Highlighter Pen. Die Farbe kann ich euch nicht genau sagen, weil ich schon abgeblättert ist, aber ich habe den gefunden bei mir und ich brauche den aktuell auch auf. Den benutze ich auch im Alltag. So. Und dann kommen wir zum Mascara. Als erstes benutze ich die Maybelline The Colossal Go Extreme Volume Express Leather Black Mascara. Und natürlich toppe ich das immer noch mit einer Mascara. Und zwar heute die Essence Rockin' Doll Crazy XXL Volume Mascara. Und als Lippenstift benutze ich von P2 den Dive into Beauty Lipstick in der Farbe 030 Coral Treasure. Und fertig ist der Look. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Und ja, da es ja eine Weihnachtsserie ist, gibt es natürlich auch heute wieder eine Verlosung. endlich mal wieder. Ich glaube, dieses Jahr gibt es gar nicht so viele. Aber nächstes Jahr auch mehr. Und zwar könnt ihr einmal von Balea so ein Badekugeln-Set gewinnen mit winterlichen Düften. Und ein Balea Geschenkset Time to Get Cozy. Da ist eine Bodylotion drin und ein Duschgel. Und ja, das heißt, zwei von euch können jeweils ein Set gewinnen. Wie ihr mitmacht, ist ganz einfach. Und zwar gebt ihr dem Video einen Daumen hoch, seid Abonnent dieses Kanals und schreibt unten in die Kommentare rein, was ihr euch zu Weihnachten wünscht und welches Set ihr gerne haben wollt. Und eine Woche nachdem das Video online gegangen ist, werde ich den Gewinner auslosen und euch dann das zukommen lassen. Und ja, da dieses Video erst an Weihnachten online gehen wird, da ich es zeitlich mit den alten Videos einfach gar nicht geschafft habe und schon einige weggelassen habe, wünsche ich euch einen wunderschönen Weihnachten. Wir sehen uns bald und ansonsten bleibt gesund heute, genießt die Zeit mit eurer engsten Familie und ja. Und am Mittwoch, am Morgen gibt es die zweite Folge und am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es dann natürlich auch meine Weihnachtsgeschenke und die größere Verlosung. Morgen und übermorgen also auch noch Verlosungen. Schaut auf jeden Fall vorbei und wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr zu einem neuen Video. Tschüss!